Dann beginnt der Prozess in einem einmaligen Szenario. Die Himmel tun sich auf und tausende Engel kommen herab und bilden gerade Reihen vor dem Thron Allahs. Dann tun sich die Himmel erneut auf. Erneut kommen tausende Engel herab und bilden gerade Reihen vor dem Thron Allahs. Sieben Reihen aus jedem der sieben Himmel. Im Koran heißt es, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Meine lieben Geschwister, der nächste Augenblick ist der härteste Moment des Jenseits, das Eintreffen der Hölle. Stellt euch diesen Augenblick vor, stellt euch diesen Anblick vor. Die sieben Reihen der Engel, die Grenzen sind dicht, wir sind von Engeln umzingelt. Niemand kann diesem gewaltigen Tag entkommen. Die gesamte Schöpfung Allahs ist versammelt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ruft die Hölle auf. Das Höllenfeuer, meine lieben Geschwister, gleicht keinen uns bekannten Horror. Das Höllenfeuer ist ein loderndes, alles verschlingendes Biest, das von 70.000 Ketten zurückgehalten wird. Jede Kette von 70.000 Engeln gehalten. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle. Und wenn die Hölle erscheint, gibt es kein schrecklicheres Szenario. Selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Amr radiallahu an, ja Amr, wenn du die Taten von 70 Propheten getan hättest, hättest du beim Erscheinen der Hölle Angst. Und wenn die Hölle erscheint, meine lieben Geschwister, wird jedes Geschöpf Allahs, Märtyrer, Propheten, Gläubige, Ungläubige in die Knie gehen. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Und du wirst jede Umma knien ziehen. Und sie werden nur sagen, O Allah, beschütze uns. O Allah, beschütze uns. Und die Hölle wird lodern und fauchen. Wenn die Hölle dich anstarrt, bist du ein Höllenbewohner. Deshalb wird jeder einzelne Mensch zu Boden blicken, aus Angst heraus. Und sie werden nur das heftige Lodern und Fauchen vernehmen. Meine lieben Geschwister, ich möchte, dass ihr euch das anhört. Ich möchte, dass ihr die Worte Allahs hört, die er uns im Koran berichtet. Über das, was uns am jüngsten Tag erwartet, habe ich euch, o Kinder Adams, nicht die Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Shaitan dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind und dass ihr nur mir dienen sollt. Das ist ein gerader Weg. Wahrlich, der Shaitan hat viele von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht begriffen? Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren.